Leute, Sarah ist heute blind unterwegs, weil wir nämlich eine Wundertüte für den Thomas packen. Du bist bereit, das erste Spiel zu ziehen. Okay. Mal gucken, was sie da aussucht. Hier auf jeden Fall. Das hier. Oh, Yoshi's Story. Mega nice. So, mal gucken, was er als nächstes bekommt. International Superstar Soccer 98. Wave Race. Alright. Banjo-Kazooie. Mal schauen. Und Jet Force. Und als Goodie bekommst du Arrow Fighters. Und wenn ihr auch ein kostenloses Goodie haben wollt, schreibt eure Bestellnummer in die Kommentare. Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen. Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, es geht heute um dieses Teil hier. Ihr habt es ja schon vor dem Intro gesehen. Und ja, eine sogenannte Wundertüte. Wundertüte tue ich eigentlich anders definieren. Nämlich als kleiner Tom's Collection gab es für sagenhafte 90 Pfennig beim Kiosk um die Ecke solche Wundertüten. Du hast das Ding aufgemacht. Das war irgendwie in China Plastikkram drin, wo du gesagt hast, ich brauch's nicht, aber cool, habe ich 90 Pfennig dafür ausgegeben. Heute haben Wundertüten sowas Mystisches an sich. Jeder meint, er müsste hier eine Wundertüte verkaufen. Und teilweise, ja, muss ich sagen, ist es irgendwie seltsam. Denn es ist genauso wie bei diesen Typen, die so auf YouTube springen, so, hallo, schenke mir 4000 Euro und ich mache dich zum Millionär. Ja, und genauso hat es auch was mit diesen Wundertüten. Die Firma Konsolenkost hat ein paar Schnäppchenangebote gehabt. Unter anderem war dabei eine PlayStation 1 Wundertüte und eine PlayStation 4 Wundertüte. Und ich habe mich irgendwie anfixen lassen von dem Retro-Jäger. Ihr seht das Video, ich habe es mal verlinkt, irgendwo hier oben. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich bin ja in der Gruppe von dem lieben Marie drin, in der WhatsApp-Gruppe, und er hat da schon mal reingeteasert, dass das eigentlich ja eine Wundertüte des Schreckens gewesen ist. Und ich hab so gedacht, ja, haha, bei dem ist es eine Wundertüte des Schreckens, bei mir sind da Kracher drin vom Himmel hoch, da komme ich her. Ja, Wundertüten angekommen und es waren definitiv Kracher aus der Hölle drin. Ich habe dann bei Konsolenkost angerufen und habe gesagt, Freunde, nee, will ich nicht, könnt ihr mal vergessen. Und ja, was für Titel drin gewesen sind, ich habe euch hier mal die Bilder gemacht. Und habe dann gedacht, vielleicht liegt es daran, dass es irgendwie ein Angebot gewesen ist, weil Angebote, das sind irgendwie so Restposten, die man für teuer Geld billig weiterverkaufen kann. Ich habe dann gedacht, gut, ich nehme jetzt mal richtig Kohle in der Hand, lass mich nicht lumpen, denn ich bin einer derjenigen, der diese Videos angeschaut hat. Ich fahre nicht ein Ferrari, sondern gar keinen, und ich habe nicht nur eine Rolex, sondern überhaupt keine. Aber das soll jetzt hier nicht hingehören, wie ich nicht erfolgreich geworden bin. Das ist ein anderes Video, vielleicht auch nicht auf meinem Kanal. Schönen guten Abend. Nein, ich habe dann gedacht, kommt, Jungs, mal so richtig Geld in die Hand nehmen und eine N64 Wundertüte sich gönnen, weil meine N64 Sammlung ist jetzt nicht die größte, und ich habe gedacht, komm, gönn es dir. Und Kiste angekommen und irgendeine Stimme, also es war nicht eine Stimme, sondern es waren Stimmen, die dann das hier gesagt haben. Mach auf, mach auf, mach. Und ich habe dann gedacht, komm, ich mach die mal auf, gönn mir mal so einen ersten Einblick, und ja, was ich da gesehen habe, ich teile es jetzt mit euch, und Showtime.
Ja, das erste Game ist Yoshi's Story hier. Ich mache das, wie gesagt, live mit euch zusammen auf. Ja, was hat diese Wundertüte des Grauens gekostet? Es sind doch sagenhafte 239 Euro gewesen und da sind 5 Spiele drin. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr mathematikmäßig gut bewandert seid, was ein Spiel denn so kosten möchte. Und ja, wenn ich mir hier diesen Zustand anschaue, dann schaut es euch mal hier an. Ah, weg. Gott, genau, schaut es euch hier mal an. Da ist Himmel, hilf, dieser Autofokus, wenn er mal auf was anderes fokussieren soll, dann tut er das nicht. Ja, hier, Gott, ich... Eine Ewigkeit später. Ja, Freunde, hier ist ja nichts Schönes. Hier oben an der Ecke ist nichts Schönes. Wenn ich das Ganze aufmache, ja, die Lasche ist, hängt hier irgendwie ab und so. Ja, das ist definitiv nichts Schönes, aber das Ganze ist complete in Box. Ja, das nächste Game ist Jet Force Gemini. Sieht einmal so aus. Auch hier ist der Zustand alles andere als schön. Sorry, wenn es hier ein bisschen raschelt. Ich versuche mich hier zu beeilen. Wie gesagt, spieletechnisch das Yoshi's Story würde in meiner Sammlung drin bleiben. Ja, auch hier bei dem Jet Force Gemini hier unten ja ein bisschen abgeschabt, hier oben abgeschabt, hier overall, ja, auch das Game hätte ich mir für die 47 Euro nicht geholt. Hier oben ist ein kleiner Riss drin. Ansonsten auch das Game complete in Box. Ja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Game. Banjo-Kazooie Zustand, könnt ihr hier oben schon mal sehen. Ein Kleber dran. Ja. Irgendwie ist es genau das, was ich gedacht habe, was ich schon so beim ersten Reinblicken gesehen habe. Ja, es ist alles irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Wie gesagt, hier oben ja, ein nicht schön entfernter Preisaufkleber. Die ganze Box selber ist ziemlich zusammengestaucht. Wir haben hier, jo, das Ganze ist nur das Modul. Hier das Inlay ist farbig verranzt. Das Spiel gibt es definitiv bei eBay oder auf anderen Verkaufsplattformen in einem besseren Zustand für dasselbe Geld. Ja, das nächste Game, was ist es? Es ist der Wave Race. Es ist das Wave Race. Hier muss ich sagen, ist die Verpackung Knorke. Sieht gut aus. Das wäre jetzt ein Spiel, was ja so auch in meine Sammlung reingehen würde. Wir haben hier einen Preisaufkleber drauf. Ja, ich glaube aber nicht, dass das Spiel komplett ist, weil dazu fühlt es sich einfach zu leicht an. Wie gesagt, sorry, wenn es hier kruschelt und raschelt.
aber eben das Ganze möchte ich ja mit euch zusammen so authentisch, wie es nur irgendwie geht, machen. Ah, also Anleitung ist drin, Modul ist drin, aber ich habe kein Inlay. Das Modul sieht so aus hier hinten. Ja, auch hier hinten eine kleine Schramme drin. Ansonsten sieht es mir komplett aus. Anleitung und Ding. Ja, das wäre jetzt so das erste Spiel, was ich sagen würde, vom Zustand her dürfte das definitiv so in meine Sammlung rein. Ja, das Goodie, wovon die Damen gesprochen haben, das ist einmal dieses Modul hier. Das ist das Red Fighters Assault. Keine Ahnung, was es für ein Game ist, aber ich würde es eh so nicht in meine Sammlung nehmen, weil Modul only, aber wenigstens das ist eine faire Geste von Konsolenkost. Und wir kommen zu dem letzten Game. Das ist, jawohl, runtergeplumst, abiplumst, das ist international Super Star Soccer 98. Zustand hier ist okay. Ich würde nur nicht diese 47 Euro dafür zahlen, 42 Euro dafür zahlen. Wenn man eBay-Preise anschaut, dann ist es in diesem Zustand für 29 Euro zu haben. Ja, Freunde, kommen wir zu dem Fazit von dieser Wundertüte. Ich habe gedacht, ich tue ein bisschen mehr Geld investieren, wurde aber enttäuscht. Für mich ist diese Wundertüte keine 239 Euro wert, sondern eher 150 Euro, wenn ich mir die Zustände der einzelnen Spiele anschaue. Auch die Titelauswahl war jetzt für mich okay, außer das Superstar Soccer wäre jetzt nicht so ein Titel gewesen, den ich mir aktiv in meine Sammlung geholt hätte. Aber die anderen Spiele haben durchaus Potenzial für meine Sammlung. Ja, wenn ich es wie gesagt vergleiche mit dem Einzelkauf, in dem Zustand wäre ich ungefähr bei 150 Euro gekommen. Wenn ich eBay-Auktionen anschaue, die bei den verkauften Titel gewesen sind, dann wäre ich bei 199 Euro gekommen und hätte einen besseren Zustand. Ja, Freunde, das war's von eurem Lieblingstom. Nächste Woche kommt ein nicht ganz so schönes Video. Ich bin am Versuchen, eine Konsole zu importieren. Und was ich da erlebt habe, wie es dieser Konsole geht, seht ihr in dem nächsten Video auf dem Kanal. Und es ist nicht immer einfach. Aus dem Grund, Freunde, bleibt so wie ihr seid. Ich bleib's auch. Wir sehen uns. Euer Tom.